Bezirksmeisterschaften der Masters im Bezirk Rhein-Neckar 2013. Ich darf Ihnen die Athleten und die Athletin im Einzelnen vorstellen. In der Gewichtsklasse über 105 Kilogramm, Mastersklasse, Altersklasse 1, Oliver Ehemann vom TSV Heinsheim. In der Altersklasse 2 bis 69 Kilogramm, Ilian Zankow, TSV Heinsheim. Bis 77 Kilogramm, Orhan Kurtku, TSV Heinsheim. Bis 85 Kilogramm, Rüdiger Moser, ASV Ladenburg. In der Altersklasse 3, bis 77 Kilogramm, Ralf Eicher, AC 92 Weinheim. Und Klaus Tschech bis 105 Kilogramm, ebenfalls vom AC 92 Weinheim. In der Altersklasse 5 bis 77 Kilogramm, Walter Gretz, SV Germania Obrigheim. Bis 85 Kilogramm, Walter Weber, TSV Heinsheim. Bis 94 Kilogramm, Eugen Störle, TSV Heinsheim. In der Altersklasse 6 bis 85 Kilogramm, Gerhard Silveira, AC 92 Weinheim. In der Altersklasse 7 bis 77 Kilogramm, Karl-Heinz Graf. In der Altersklasse 8 bis 85 Kilogramm, Bertolt Godiniak vom TSV Heinsheim. In der Gewichtsklasse bis 94 Kilogramm, Helmut Ackermann vom TSV Heinsheim. In der Altersklasse 9 bis 62 Kilogramm, Horst Nitschke, SV Germania Obrigheim. Bis 85 Kilogramm, Herbert Jutzi, AC 92 Weinheim. Und in der Altersklasse 10 bis 77 Kilogramm, Paul Wetzel vom AC Weinheim. Und bis 85 Kilogramm, Heinz Schulz, TSV Heinsheim. Bei den Damen geht Silvia Winter in der Altersklasse 4 bis 63 Kilogramm in den Start. Der Kampfleiter der Veranstaltung ist Marcel Heinzelmann vom TSV Heinsheim. Ich darf die Aktiven jetzt bitten, wegzutreten. Wir beginnen pünktlich um 11.30 Uhr mit der ersten Hebung. 30 Kilogramm werden von Heinz Schulz und Paul Wetzel gewünscht. Noch 2 Minuten bis zum ersten Aufruf. Bereit hält sich Heinz Schulz und Paul Wetzel. Die Hantel liegt bereit. Ich bitte das Kampfgericht, die Plätze einzunehmen. Kilo liegen auf der Hantel. Für den ersten Versuch von Heinz Schulz bereitet sich Paul Wetzel. Thank you.
Der Versuch war gültig. Wir bleiben bei 30 Kilogramm für den ersten Versuch von Paul Wetzel, AC Weinheim. Auch dieser Versuch war gültig. Bitte 33 Kilogramm auflegen. Für den zweiten Versuch von Heinz Schulz, Stefan Heinzheim, bereithält sich Paul Wetzel, AC Weinheim und Silvia Winter. Auch dieser Versuch war gültig. Noch einmal. Kilogramm für den zweiten Versuch von Paul Wetzel. Der Versuch war gültig. Nächster Heber ist wiederum Paul Wetzel mit 34 Kilogramm, bereit hält sich Silvia Winter und Herbert Jutzi sowie Eugen Störler. Auch dieser Versuch war gültig. Wir steigern das Handelgewicht auf 35 Kilogramm. Für die ersten Versuche von Silvia Winter, Herbert Jutzi und Eugen Störler. Silvia Winter, ich rufe auf zu ihrem ersten Versuch. Silvia Winter vom TSV Heinsheim. Bereit hält sich Herbert Jutzi. Der Versuch war gültig. Noch einmal 35 Kilogramm für den ersten Versuch von Herbert Jutzi. Bereit hält sich Eugen Störler und Heinz Schulz. Herbert Jutzi vom TSV AC Weinheim. Der Versuch war gültig. 35 Kilo nun für den ersten Versuch von Eugen Störler. Bereit hält sich Heinz Schulz. Komm,
Der Versuch war gültig. Noch einmal 35 Kilogramm für den dritten Versuch von Heinz Schulz. Auch dieser Versuch war gültig. Wir steigen auf 36 Kilogramm für den ersten Versuch von Horst Nitschke, SV Germania Obrigheim. Bereit hält sich Helmut Ackermann. Der Versuch war gültig. Wir machen es ab nächste. Jetzt habe ich gerade erhöht. Bitte 37 Kilogramm. Die Hand liegt bereit für den zweiten Versuch von Silvia Winter. Der Versuch war gültig. Bitte 38 Kilogramm auflegen. Ja. 38 Kilogramm auf die Herrenhandel. Für den ersten Versuch von Helmut Ackermann bereiten sich Jutzi Herbert und Nitschke Horst. Der Versuch war gültig. Noch einmal 38 Kilogramm für den zweiten Versuch von Herbert Jutzi. Bereiten sich Horst Nitschke und Silvia Winter. Der Versuch war gültig. Kilogramm für Horst Nitschke, SV Germania Obrigheim. Bereiten Sie Silvia Winter.
Der Versuch war gültig. 38 Kilogramm hat die Damen hatte. Für den dritten Versuch von Silvia Winter bereitet sich Eugen Störle. Kilogramm für den dritten Versuch von Silvia Winter. Bereitet sich Eugen Störle und Helmut Ackermann. Der Versuch war gültig. Bitte 39 Kilogramm auf die Herrenhande. Versuch war gültig. Wir steigern das Handelgewicht auf 40 Kilogramm für den zweiten Versuch von Helmut Ackermann. Bereiten Sie Herbert Jutzi. Der Versuch war gültig. 40 Kilogramm bleiben auf der Handel für Herbert Jutzi in seinem dritten Versuch. Bereitet sich Horst Nitschke. Der Versuch war gültig. Wir steigern das Handelgewicht auf 41 Kilogramm für den dritten Versuch von Horst Nitschke. Bereit hält sich Helmut Ackermann und Walter Gretz. Der Versuch war gültig. Ja, Horst Nitschke vom SAO Bregheim. Wir bleiben am Gewicht für Helmut Ackermann, TSV Heinsheim, dritter Versuch. Bereitet sich Walter Gretz. Aus!
Der Versuch war leider ungültig. Wir steigern das Handgewicht auf 42 Kilogramm für den ersten Versuch von Walter Kretz. Bereitet sich Eugen Störle. Der Versuch war gültig. Wir bleiben bei 42 Kilogramm für den dritten Versuch von Eugen Störle. Bereithalten Kretz und Zech. Der Versuch war gültig. Wir steigen auf 45 Kilogramm. Zehner. Sorry. 45 Kilo für den ersten Versuch von Klaus Zech. Und ein gültiger Versuch. Wir bleiben bei 45 Kilogramm für den zweiten Versuch von Walter Kretz. Bereitet sich Bertolt Godiniak. Gültiger Versuch von Walter Kretz. Wir steigern auf 48 Kilogramm. Für den ersten Versuch von Bertolt Godiniak bereiten sich Kretz und Gräber. Der Versuch war gültig. Ja. 48 Kilogramm für den dritten Versuch von Walter Kretz. Thank you.
Auch dieser Versuch war gültig. Wir steigern das Handgewicht auf 50 Kilogramm. Hier den zweiten Versuch von Klaus Zech, AC Weinheim. Bereiten sich Gedimjak Bertolt und Graf Kalleins. Auch dieser Versuch war gültig. Wir bleiben bei 50 Kilogramm für den zweiten Versuch von Bertolt Godiniak. Bereitet sich Karl-Heinz Graf und Klaus Tschech. Der Versuch war gültig. Wieder 51 Kilogramm für den ersten Versuch von Karl-Heinz Graf. Bereitet sich Bertolt Godiniak. Der Versuch war gültig. Wir steigern auf 52 Kilogramm. Für Bertolt Godiniak in seinem dritten Versuch bereiten sich Walter Weber und Karl-Heinz Graf. Der Versuch war gültig. Wir steigern das Handgewicht auf 55 Kilogramm. Gültiger Versuch. Wir bleiben bei 55 Kilogramm für den zweiten Versuch von Graf Karl-Heinz Käse-Heinzheim. Bereitet sich Klaus Zech. Der Versuch war gültig. 55 Kilogramm bleiben auf der Handel für Klaus Tipp.
Gleich Tech, dritter Versuch. Der Versuch war gültig. Wir steigern das Handgewicht auf 57 Kilogramm. Bereitet sich Karl-Heinz Brauf zu seinem dritten Versuch. Sowie Walter Weber dann für 60 Kilogramm. Der Versuch war leider ungültig. Wir steigern weiter. 60 Kilogramm für den zweiten Versuch von Walter Weber. Bereitet sich Gerhard Silveira vom AC Weinheim. Der Versuch war ungültig und muss wiederholt werden. Der Versuch war gültig. Wir steigern das Handgewicht auf 65 Kilogramm. Bereitet sich Silveira Gerhard sowie Kurti Orhan und Sankov Ilian. Der Versuch war gültig. Wir steigern das Handgewicht auf 70 Kilogramm. So nicht.
Kurt Kuhr. Bereiten sich Zanko von Silveira. Der Versuch war gültig. Wir bleiben bei 70 Kilogramm für Ilian Zankov. Dieser Versuch war gültig, 70 Kilogramm für Gerhard Silveira im zweiten Versuch. Eine Durchsage für die Warmacher. Zwischen Reisen und Stoßen machen wir eine Pause von 5 Minuten. 5 Minuten zwischen Reisen und Stoßen. Nächster Heber ist Gerhard Silveira vom AC Weinheim mit 70 Kilogramm. Der Versuch war leider ungültig. Muss wiederholt werden. Somit bleibt nächster Heber in seinem dritten Versuch Gerhard Silveira vom AC Weinheim. Bereiten sich Ralf Eicher und Rüdiger Moser. Jetzt hat es geklappt. Wir steigern das Angewicht auf 73 Kilogramm für Ralf Eicher vom AC Weinheim. Bereiten sich Ohad Kurtku und Ilian Zankov. Gültiger Anfangsversuch für Ralf Eicher. 75 Kilogramm bleiben für den zweiten Versuch von Ohad Kurtku. Bereiten Sie sich Ilian Zankov. Okay.
Müller. Achtung! Komm! Der Versuch war leider ungelegt. 75 Kilogramm bleiben auf der Hand für Ilya Tschankow vom TSV Heinsheim. Bereitet sich Oran Kutku. Der Versuch war gültig. Oran Kutku in seinem dritten Versuch. 75 Kilogramm. Bereitet sich Ralf Eicher. Der Versuch war gültig. Bitte 78 Kilogramm auflegen. Für den zweiten Versuch von Ralf Eicher. Bereiten sich Tschankow und Moser. Der Versuch für Ralf Eicher. Ralf. 80 Kilogramm wieder auflegen für den dritten Versuch von Ilya Tschankow. Bereitet sich Ralf Eicher. Dieser Versuch war gültig. Hier bleiben 80 Kilogramm für den dritten Versuch von Ralf Eicher. Bereitet sich Rüdiger Moser. Der Versuch war leider ungültig. Wir steigern auf 83 Kilogramm für den ersten Versuch von Rüdiger Moser. Bereiten sich dann für 100 Kilogramm Oliver Ehemann.
Jawohl. Der Versuch war gültig. Wir steigen auf 87 Kilogramm. Hier Rüdiger Moser in seinem zweiten Versuch. Die Zeit läuft für Rüdiger Moser, 2 Minuten. Versuch war leider ungültig. Wird wiederholt. Somit nächster Heber am selben Gewicht. Rüdiger Moser. Die Zeit läuft. Der Versuch war gültig, somit 115 Kilogramm auf die Handel. Für den ersten Versuch von Oliver Ehemann. Versuch war gültig, bitte 120 Kilogramm auf die Handel.
Die Zeit läuft für den zweiten Versuch von Oliver Ehrmann. 120 Kilogramm. Der Versuch war gültig. Wir steigern das Handgewicht auf 125 Kilogramm für den letzten Versuch im beidarmigen Reisen. Oliver Ehrmann. Beendet in 5 Minuten beginnen wir mit dem beidarmigen Stoßen. 41 Kilogramm für Paul Witzel vom AC Weinheim. Der Versuch war ebenfalls gültig, bitte 43 Kilogramm auflegen für den ersten Versuch von Horst Nitzke. Bereiten sich Kai Witzel und Silvia Winter. Ein 40 Kilogramm für den ersten Versuch von Nitzke Horst.
Nitschke steigert, somit nächster Heber Witzel Paul im zweiten Versuch. Der Heber hat 2 Minuten. Der Versuch war gültig. Bitte 45 Kilogramm auf die Damenhantel. Halt, 45 auf die Herrenhantel. Reihenfolge Nitschke, Schulz, Witzel. Ja. 45 Kilogramm für den ersten Versuch von Horst Nitschke bereitet sich Heinz Schulz. Horst Nitschke ist vor Germania Obrigkeit. Erster Versuch. Der Versuch war gültig. Ja. 45 Kilogramm bleiben für den zweiten Versuch von Heinz Schulz. Der Versuch war gültig. Wir steigern das Handelgewicht auf 46 Kilogramm für den dritten Versuch von Paul Wessler. Bereitet sich Silvia Winter. Der Versuch war gültig. Bitte 47 Kilogramm auf die Damenhand. Erster Versuch von Silvia Winter, 47 Kilogramm, bereitet sich Heinz Schulz und Horst Nitschke.
Der Versuch gültig. Wir halten 47 Kilogramm jetzt auf der Herrenhand. Der Heinz Schulz bereitet sich Silvia Winter. Der Versuch war leider ungültig. Wir steigen auf 48 Kilogramm für den zweiten Versuch von Horst Nitschke. Bereiten Sie Herbert Jutzi und Helmut Ackermann. Der Versuch war gültig. Wir steigen auf 50 Kilogramm. Reihenfolge an 50 Kilogramm. Herbert Jutzi, Helmut Ackermann, Eugen Stöhne, Silvia Winter. 50 Kilogramm für den ersten Versuch von Herbert Jutzi, AC Weinheim. Bereiten sich Helmut Ackermann. Der Versuch war gültig. Ebenfalls 50 Kilogramm für den ersten Versuch von Helmut Ackermann. Bereitet sich Eugen Stöhne. 50. Nächster Heber mit 50 Kilogramm ist Eugen Stöhle, bereitet sich Silvia Winter. Versuch war leider ungültig und muss entfernt wiederholt werden. 50 Kilogramm auf die Damenhand.
Silvia Winter. Wir bleiben bei 50 Kilogramm für den zweiten Versuch von Eugen Stölle. Bereit hält sich Horst Lützke. Der Versuch war ungültig, wird wiederholt. Noch einmal 50 Kilogramm für den dritten Versuch von Horst Nitschke, bereitet sich Silvia Winter. Der Versuch war gültig. Wir bleiben bei 50 Kilogramm für den dritten Versuch von Eugen Störle. Bereitet sich Silvia Winter und Helmut Ackermann. Versuch war gültig. 52 Kilogramm für den dritten Versuch von Silvia Winter. Damenhandel. Bereit hält sich dann Helmut Ackermann. Sowie Herbert Jutzi. Und ja, komm! So ist richtig. Und jetzt mit Schiebe.
Für Silvia Winter. Wir kommen nun zu 53 Kilogramm Herrenhandel. Für den zweiten Versuch von Helmut Ackermann bereitet Herbert Jutti. Der Versuch war ungelegt. Und wird wiederholt. Somit bleibt bei 53 Kilogramm nächster Eber Helmut Ackermann, bereithalten Jutzi und Godinian. Die Handel liegt wiederum bereit für den dritten Versuch von Helmut Ackermann. Der Versuch war gültig. Wir steigern das Handelgewicht auf 55 Kilogramm für den zweiten Versuch von Herbert Mutti, bereitet zu 460 Godinia Bertolt und Rex Walder sowie Chef Klaus. Der Versuch war gültig. Bitte 57 Kilogramm auflegen für den dritten Versuch von Herbert Jutzi. Bereithalten Godinia, Krebs und Zech. Die Hand liegt bereit für den dritten Versuch von Herbert Jutzi. Thank you.
Leider heute etwas zu schwer. Wir steigern das Handgewicht auf 60 Kilogramm für den ersten Versuch von Bertolt Gordiniak. Kilogramm für den ersten Versuch von Bertolt Gordiniak. Bereitet sich Walter Kretz. Der Versuch war gültig, ebenfalls 60 Kilogramm für Fritz Walder. Im ersten Versuch bereitet sich Klaus Zech. Der Versuch war gültig, ebenfalls 60 Kilogramm für Klaus Zech in seinem ersten Versuch, bereit halt und rechts. Der Versuch war gültig. Bitte 64 Kilogramm auflegen. Für den zweiten Versuch von Walter Kretz bereitet sich Bertolt Gordiniak. Und Graf Karl-Heinz. Der Versuch war gültig. Wir steigern das Handgewicht auf 65 Kilogramm für Bertolt Gordiniak. Bereit, und dann Kretz. Kraus und Kretz. Come on.
Der Versuch war gültig. Bitte 67 Kilogramm auslegen für den dritten Versuch von Bertolt Godinia. Kilogramm liegen auf der Hantel für den dritten Versuch von Bertolt Godinia. Bereiten sich Walter Kretz und Karl-Heinz Kraus. Der Versuch war heute etwas zu schwer. Wir steigern auf 68 Kilogramm für den dritten Versuch von Walter Kretz. Bereitet sich Karl-Heinz Kraus. Der Versuch war gültig, wir steigen auf 70 Kilogramm für Karl-Heinz Kraus vom TSV Heidenheim. Bereitet sich Walter Weber. Der Versuch war gültig. Wir bleiben bei 70 Kilogramm für den ersten Versuch von Walter Weber. Bereiten sich Karl-Heinz Kraus. Der Versuch war gültig. Wir steigern das Handgewicht auf 74 Kilogramm. Ja, wir steigern langsam. Dann steigen wir das Handgewicht noch ein bisschen zurück.
Hoch jetzt, Karl, hinter den Kopf. Der Versuch war gültig. Wieder 50 Kilogramm auflegen. Der Versuch war gültig. Wir steigen auf 76 Kilogramm. Für den dritten Versuch von Karl-Heinz Graf bereiten sich dann Walter Weber und Gerhard Silveira. Leider heute etwas zu schwer, das Gewicht. Wir steigern das Handgewicht auf 80 Kilogramm. Für den dritten Versuch von Walter Weber, Bereithalten, Silveira und Sankov. Gültiger Versuch für Walter Weber, somit drei gültige auch im beidamigen Stoßen. Wir steigen auf 85 Kilogramm für den ersten Versuch von Gerhard Silveira. Bereithalten, Ilian Sankov. Der Versuch war gültig. Ja.
90 Kilogramm für den ersten Versuch von Ilian Zankow, der Reiter und den Zielweiler. Der Versuch war gültig, 90 Kilogramm bleiben für den zweiten Versuch von der Zilveira. Der Versuch war gültig. Bitte 92 Kilogramm auflegen. Für den dritten Versuch von Gerhard Zilveira, Arte Reinhardt, der Reiter für Ralf Eicher und Oran Türkü. Der Versuch war gültig. Wir bleiben bei 95 Kilogramm für den ersten Versuch von Oran Kurtku. Bereiten sich Ralf Eicher.
Der Versuch gültig. Wir steigern das Handgewicht auf 100 Kilogramm. Nächster Hebamme 100 Kilogramm ist Ralf Eicher, bereitet jetzt Orhan Kurtkuhi und Ilian Kante. Der Versuch gültig. Noch einmal 100 Kilogramm für Orhan Kürtu, bereiten Sie in die Anzange. So. 102 Kilogramm bitte auflegen für den zweiten Versuch von Ilian Zankov. Der Versuch war gültig. Wir steigern auf 103 Kilogramm. Für den ersten Versuch von Rüdiger Moser bereiten sich Eicher Ralf und Orhan Kurtu. Versuch gültig. 103 Kilogramm bleiben auf der Handel für den dritten Versuch von Rüdiger Moser. Von Ralf Eicher bereitet sich Rüdiger Moser. Und Orhan Kurtu.
Dieser Versuch von Ralf Eicher war gültig. Wir steigern das Handgewicht auf 105 Kilogramm. Für den dritten Versuch von Orhan Köpku bereitet sich Rüdiger Moser und Oliver Ehemann für 155.107 Kilogramm liegen auf der Hand für Rüdiger Moser aus Salamburg in seinem zweiten Versuch. Auf Rüdiger, komm! Der Versuch war gültig, wieder 110 Kilogramm auf die Handel. Für den dritten Versuch von Rüdiger Moser. Bereithalten dann Oliver Ehemann. Die Zeit läuft für Rüdiger Moser in seinem dritten Versuch. Das Handgewicht auf 155 Kilogramm. Eine Durchsage an die Athleten der nächsten Gruppe. Wir beginnen mit dem Wettkampf. Um 13.45 Uhr und machen die Vorstellung um 13.35 Uhr der Athletinnen und Athleten. Wettkampfbeginn, Gruppe Aktiv und Junioren, 13.45 Uhr.
Der Versuch war gültig, bitte 160 Kilogramm auf die Hand. Der Versuch war gültig. Wir steigern das Handelgewicht auf 166 Kilogramm. Die Zeit läuft. Die Zeit läuft weiter. Yeah!
leider ungültig. Somit ist der Wettkampf beendet. Ich bitte die Masters nun zur Siegerin. Alles gut. Nummer 24, alles gut. Die Heber und die Heberin bitte antreten. Auf Weg! Siegerin Bezirksmeisterschaften 2013 im Bezirk Rhein-Neckar. Bei den Damen in der Altersklasse 4, Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm, wurde Bezirksmeisterin Silvia Winter von TSV Heinsheim mit 90 Kilogramm. Dankeschön. In der Altersklasse 10 bis 85 Kilogramm wurde Esther und Bezirksmeister Heinz Schulz, TSV Heinsheim, in der Gewichtsklasse 85 Kilogramm mit 80 Kilogramm im Zweikampf. In der Altersklasse 9 wurde in der Gewichtsklasse bis 85 Kilogramm Herbert Jutzi vom AC Weinheim Bezirksmeister mit 95 Kilogramm im Zweikampf. In der Altersklasse 10 bis 77 Kilogramm wurde Paul Wetzel vom AC Weinheim Bezirksmeister mit 80 Kilogramm im Zweikampf. In der Gewichtsklasse bis 62 Kilogramm, Altersklasse 9, wurde Bezirksmeister Horst Nitschke von SV Germania Obrigheim mit 91 Kilogramm im Zweikampf. In der Altersklasse 8 bis 94 Kilogramm wurde Helmut Ackermann von TSV Heinsheim mit 93 Kilogramm im Zweikampf Bezirksmeister. In der
Altersklasse 8 bis 85 Kilogramm wurde erster Bezirksmeister Bertolt Godiniak vom TSV Heinsheim mit 117 Kilogramm im Zweikampf. In der Altersklasse 7, Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm, wurde erster und Bezirksmeister Karl-Heinz Rauf, TSV Heinsheim, mit 129 Kilogramm. In der Altersklasse 6 bis 85 Kilogramm wurde Gerhard Zinweira vom AC Weinheim mit 160 Kilogramm Bezirksmeister. Wir kommen nun zur Altersklasse 5, bis 85 Kilogramm, Walter Weber, halt. Bis 94 Kilogramm aufhören. Bis 94 Kilogramm wurde Eugen Stöhle von TSV Heinsheim mit 92 Kilogramm und zwei Gangsbezirksmeister. In der Gewichtsklasse bis 85 Kilogramm wurde Walter Weber Bezirksmeister mit 140 Kilogramm im Zweikampf. In der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm wurde Walter Gretz Bezirksmeister mit 116 Kilogramm erkämpft von SV Germania Oppenheim. Das warst du! Wir kommen zur Altersklasse 4. In der Gewichtsklasse bis 105 Kilogramm wurde Bezirksmeister vom AC 92 Weinheim Klaus Chef mit 115 Kilogramm im Zweikampf. In der Altersklasse 3 bis 77 Kilogramm wurde Bezirksmeister Ralf Eicher vom AC Weinheim mit 181 Kilogramm im Zweikampf. In der Altersklasse 2 bis 85 Kilogramm wurde Rüdiger Moser vom AS Ladenburg mit 197 Kilogramm Bezirksmeister. In der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm wurde Orhan Kurku vom TSV Heinzer mit 175 Kilogramm Bezirksmeister. Und in der Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm wurde Ilian Tschankow vom TSV Heinsheim mit 182 Kilogramm Bezirksmeister. In der Altersklasse
In der. Noch ein Bild. Noch ein Bild. In der Altersklasse 1. Über 105 Kilogramm wurde Oliver Ehmann vom TSV Rheinzeil mit 285 Kilogramm Bezirksmeister. Hey, Oli! Der beste Sindler-Melon über der Veranstaltung war ebenfalls Oliver Ehmann mit 336. Ich darf mich bei allen Hebern und Heberinnen der Altersklasse sehr herzlich bedanken und bitte die Bühne frei zu machen für die 10 Jahre und 10 Jahre.